Willkommen zurück zu Edna bricht aus, Leute. Wir sind hier in diesem kleinen Rohrwandweg mit Edna und unserem lustigen, wahrscheinlich irgendein, auch ein Gefangener, der mal versucht hat zu entkommen oder so, weil er hier den Löffel in der Hand hat und versucht durch die Wand irgendwie sich zu kratzen und ja, wer weiß, warum er nicht zurückgekrabbelt ist und warum er hier diese merkwürdige Knochenformation trägt. Aber gut, wir können, glaube ich, hier... Nee, doch, wir waren ja hier schon wegen diesem Blätterdach. Dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt hier durch das kleine aufgemachte Fenster ins Büro hinein. Komm, Edna, da gehen wir jetzt mal hin. So, da sind wir im Büro. Ist ja gerade keiner mehr da. Dann schauen wir uns hier mal um. Komisch, dass das keiner bemerkt hier, dass das Gitter ist. Also ich verstehe das auch in Filmen immer nicht, warum, wenn die zum Beispiel in so einem Horrorfilm oder so, und dann gehen die durch die Tür, aber sie machen sie hinter sich nicht zu. Ich meine jetzt nicht so, wenn sie panisch gerade wegrennen und keine Zeit dafür haben, sondern so dieses, ja, ich meine, das sieht man doch, dass da dann das Gitter ist und da wohl jemand durchgekommen ist. Genauso wie, wenn die Tür dann offen ist, dann sieht doch der Verfolger mal, ach, da ist ja die Tür offen, dann bist du wohl da durchgelaufen. Das finde ich immer so unlogisch, aber da gibt es ja so einige Dinge. Ah, und das Gitter bleibt natürlich jetzt auch hier liegen. Wir schauen uns mal um. Nimm nicht da. Du sollst es anschauen. Kamin. Wo wird es denn angezeigt? Hier. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Ihre Sprüche sind so schön. So, schau an. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Mhm. Lexikon. Lexikon, das. Lexikons, Plural Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Schön. Hier ist die Tür. Ach ja, ach Gott, wir sollen ja hier den Kommentator mal wieder anmachen. Stimmt, das werde ich jetzt mal gleich tun. Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel frappierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Die Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant. Ja, danke, Poki. Das war wirklich sehr interessant. Haben wir ihn auch mal zu Wort kommen lassen. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Vielleicht ist auch was im Schrank? Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Kannst du den mal nehmen oder eher benutzen? Benutzen. Da geht nur die Tür irgendwie. Echt? Ja, sie benutzt immer nur die Tür. Vielleicht kann sie da ja auch dann reingehen oder so. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Ja, ich dachte jetzt eher so reingehen. Aber gut, geht das nicht, dann ich lasse den mal offen. Nicht, dass wir da schnell reinhuschen müssen, falls jemand kommt. Benutzen Schublade. Zu. Das macht mich rasend. Ja, das glaube ich. Aus auch war sehr stark gerüttelt. Ich nehme mal den Kugelschreiber, der hier ist. Vielleicht können wir den ja nehmen. Aha. So. Und dann schauen wir uns den mal an. Komm. Dieser Kugelschreiber sieht extrem teuer aus. Und jetzt ist es unserer. Ist das nicht schön? Vielleicht können wir auch mal wieder ein bisschen reden. Hier zum Beispiel mit dem Poloschläger. Eure Heiligkeit. Das ist so toll, dass sie mit all den Gegenständen immer reden kann. Sollte es in jedem Spiel geben. Ein Meisterstück. Kannst du den auch nehmen? Dann wird er richtig wütend. Ein Poloschläger. Und wir können das alles mitnehmen. Vielleicht auch das Lexikon? Oh, wir können das wirklich alles mitnehmen. Nimm den Schreibtisch. Benutzt den Schreibtisch. Ich liebe es. Ja, und den Stuhl vielleicht auch? Dann kannst du Chefin spielen. Nein,
Das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Ist auch schön. Und vielleicht auch nochmal aus dem Fenster schauen. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Mhm. Vielleicht die Urkunde auch nochmal mitnehmen, so das ist wirklich alles... Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ah, okay. Und ein Pokal? Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Und vielleicht die Fotos, die doofen. Ich will das Foto nicht mitnehmen. Kannst du auch ein anderes Foto noch anschauen? Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Hä? Wieso ist sie dann da drauf? Also, da hat der wohl mit dem Vater von ihr sehr viel zu tun gehabt wahrscheinlich, ne? Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Weiß ich nicht, vielleicht ihr Vater Artikel. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Okay, in den früheren Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mattes Konrad den Behörden. Kann sie das eigentlich selber? Also, wenn ich mir das jetzt anschaue nochmal. Sehen? Nee? Dann lese ich mal vor, nicht, dass gleich das nochmal vorgelesen wird oder so. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mattes Konrad den Behörden. Obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio, hiesigen psychiatrischen Heil Marcel, dem Leiter der Anstalt, überantwortet wird. Nichtraucher im Streichelzoo vermisst. Diese Meldung könnte sensationell nicht sein, wenn sie ein Überschallhuhn wäre. Der langjährige Nichtraucher und so weiter und so fort. Also ich glaube auch nicht, dass der ein Mörder ist. Bestimmt, da ist voll was im Busch und so. Kann sie den Artikel dann auch noch mitnehmen? Oder was passiert jetzt? Nehmen. Dieses infame Lügengewirr kommt nicht in mein Inventar. Okay. Alles klar, du willst es nicht haben, brauchst du auch nicht. Dann, ja, kannst du dann nochmal, mach das mal wieder vorsichtshalber zu. Und dann gehen wir jetzt mal hin. Aber vorher werde ich mal speichern. So, sicher ist sicher, weil ich nicht weiß, was hier passiert. So, und jetzt gehen wir da mal hin. Benutzen Tür. Kannst du da mal hingehen? Tür nutzen. Macht sie irgendwie nicht? Ansehen? Machst du überhaupt irgendwas hier gerade? Und wenn sie das hier mit ihrer tollen Nageltechnik aufmacht? Fußnagel mit? Warum wird die Tür denn nicht mal angezeigt jetzt hier? Huch! Ups. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich hatte Hilfe von außen, ich musste auf Toilette und ich habe mich verlaufen. Ich habe geheime Psi-Kräfte. Dieser Minigolfwächter hat mich freigelassen. Mein Stoffhaser hat mich in die Vergangenheit getelemorpht. Das geht dich einen feuchten Fuzzi an. Ich musste auf Toilette und habe mich verlaufen. Ich musste auf die Toilette und habe mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Niemals. Ich will mit dir Dr. Marcel sprechen. Sofort. Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein. Das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Ich frage mich, ob man dem treffen soll oder ob man das noch irgendwie umgehen kann. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Ja, vielleicht holt er den dann. Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Wieso? Er kann sie auch einfach packen und Sicherheitsdienst und... Nee, anscheinend. Okay. Dann, ja... Können wir denn dann mal machen? Vielleicht mal mit Harvey reden?
Hallo, Harvey. Hallo, Edna. Was gibt's? Ja, ist nix. Ach, nichts. Vergiss es. Brenzlige Situation, Harvey, würde ich sagen. Wir reden nochmal mit ihm. Hey, Hulgor. Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich hatte Hilfe von außen. Ich hatte geheime Psi-Kräfte. Ich habe geheime Psi-Kräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Niemals. Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Vielleicht muss man aufpassen, dass er nicht irgendwie zu nah an den Schreibtisch kommt oder so. Wir reden nochmal mit ihm. Hey, Hulgor. Was ist? Kommst du jetzt endlich mit? Man muss ja alles ausprobiert haben. Willst du nicht wissen? Na? Oh, ich hatte Hilfe von außen. Ich hatte Hilfe von außen? Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Voll gemein irgendwie. Was weißt du über meinen Vater? Was weißt du über meinen Vater? Außer, dass er ein Mörder war? Das sind Lügen. Ich hab euch belauscht. Hör zu, Süße. Dein Vater war ein Mörder. Er hat seine Schuld gestanden und wurde verurteilt. Mehr musst du nicht wissen. Willst du nicht? Na? Mein Stoffhaser hat mich in die Vergangenheit getelemorpht oder dieser Minigolf-Wächter hat mich freigelassen? Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum, du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du? Na? Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperre dich zurück in deine Zelle! Ha! Niemals! Aber er kommt jetzt auch nicht irgendwie näher und ich wollte das auch gar nicht erzählen, ihre Taktik, so, weil das ist ja doof, wenn sie das erzählt hat. Haben wir noch irgendwas übersehen? Willst du nicht? Vielleicht ihn einfach provozieren? Das geht dich einen feuchten Fuzzi an! Es ist mir auch egal. Hauptsache, du kommst endlich, damit ich dich zurück in deine Zelle sperren kann. Ha! Niemals! Okay, dann nochmal Dr. Marcel. Ich will mit Doktor... Der Doktor ist unterwegs, so lange... Niemals! Wie du willst. Und wenn's den... Gut, dann gehe zu um den Tisch, Schreibtisch, dann nochmal den Schrank benutzen. Weil anscheinend kann ich ja hier weiter anfangen damit. Können wir vielleicht mal mit irgendwas hier reden? Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ja. Vielleicht nochmal mit dem Schreibtisch reden. Oh, jetzt geht sie aber nah an ihm vorbei. Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät! Ja, ich... Da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug... Das ist keine Entschuldigung! Ja, schön. Können wir einfach wieder zurückgehen hier? Hey! Oh. Das ist ja lustig hier. Jetzt ist er da. Oh, was machen die beiden denn hier jetzt gerade? Also eine Runde haben die gedreht, das ist ja interessant. Ich habe die Tür ja jetzt hier aufgemacht. Vielleicht kann man die dann aufmachen, wenn er nochmal rumkommt. Wir machen mal die Tür zu. Vielleicht rennt er ja dann dagegen oder so. So, und jetzt
So. Hey! Aber ich kann ja in der Zeit nichts machen. Schade. Ich glaube, irgendwas muss man bestimmt machen, damit der hier dann irgendwie, ne? Nein. Nee, vielleicht kannst du ja was anderes. Dann mach doch mal die Schranktür auf. Doof, dass ja nur die auch immer aufgeht. Oder irgendwas machen mit... benutzen. Mit Schrank? Ich bin nicht hier, um auf... Nee, nee. Das wollte ich damit auch gar nicht, aber irgendwie so ein... mit Hulgor. Oh! Oh, tatsächlich! Oh! Ja, da liegt er, der Hulgor. Hulgor, alles okay? Ätna erschlagen, großes Tier! Ugh! Ja, okay. Können wir den vielleicht benutzen? Ja, ich sollte ihn verschwinden dann lassen. Dann ist dafür der Schrank wahrscheinlich. Oh, ja, dafür. Ich weiß! Der Schrank. Der alles Schrank. Klar. Oh, okay. So, dann ist der ja weg. Das ist ja schön. Dann gehen wir mal, ne? Es hat ja geklappt, immerhin. Nehmen. Weiß zwar nicht, warum nehmen geht. Ach, wir sind draußen. Schön. Schön, schön, schön. Pflanze. Ansehen. Eine besonders rankige Ranunkel. Eine besonders rankige Ranunkel. Schön. So, dann kannst du da bestimmt irgendwie was von abzwacken. Bester Naturdünger. Okay. Kannst du die nehmen? Oh, oh. Hoppla. Absicht. Psst. Das wollte ich nicht. Gelogen. Nee, das wollten wir wirklich nicht. Shit. Das macht jemand anderes weg. Vielleicht können wir da irgendwas, weiß ich auch nicht, nehmen. Das macht jemand anderes weg. Oder das, die, das Tuch hier. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Nicht die Säule, das Tuch. Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. Hm. Das wollte ich. Ja, gut. Was ist dann hier drinne? Oh. Aber man sieht ja auch, dass wir hier waren, weil sie das jetzt voll runtergehauen hat. Lichtschalter. Kannst du den benutzen? Ah, sehr schön. Kann das alles gleich viel besser angucken. Die erinnert mich an Hulgor. Was da wohl drin ist? Oh Gott, die macht ja alles kaputt. Edna! Oh, das klingt nach... als ob. Edna! Oh, was macht die für einen Lärm? Potztausend! Das ist Glas! Du bist so schlau, Edna. Die sind unvollständig. Kannst du davon irgendwas nehmen? Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Umso besser. Kannst du dir gleich... Na, lassen wir das lieber. Aber vielleicht kann sie wirklich eine Glasscherbe gebrauchen, um irgendwie zu fliehen oder so, oder irgendwas abzuschneiden. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Schaue an Hirn. Iiii. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum? Der redet mit uns und reden wir mit dem auch. Hallo? Hallo Edna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Oha, du kannst sprechen? Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Mhm. Kennst du einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein,
Ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Mhm. Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Mhm. Ciao, Bobo. Ciao, Bobo. Ja, der war doch mal... Ach, ist hier was hier? Ein Äffchen? Eine Alf-Puppe. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Ja. Kannst du Alf mitnehmen? Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Ja, komisch, dass man sich an manches dann erinnern kann und an anderes nicht. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Das ist doof. Vielleicht was Neues zum Anziehen wäre gar nicht schlecht. Die unterscheiden sich nicht... Ein Haufen weißer Kittel. Ansehen. Reagenzgläser. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Frankensteins Labor. Ist das ein Irrenhaus? Achso, hatten wir schon hier. Gut, irgendwas übersehen hier? Was mit diesen Comics? Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Cool, nimm mit. Yeah, okay. Und das Gehirn? Nehmen wir das auch mit? Pfoten weg. Schade. Huch. Warum denn? Das wäre doch total gut, wenn der so irgendwie... Okay, dann nicht. Wir könnten ihm was draufmalen. So ein Gesicht. Hey, Pfoten weg. Huch. Schade. Okay, dann gehe ich mal hier ein Stückchen. Was haben wir denn hier noch? Nix. Fenster. Ansehen. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Harvey. Ja, Harvey. Und was ist, wenn ich jetzt hier rausgehe? Was ist dann hier so? Kann man hier auch hin? Flur? Ah, da kann man dann... gehe zu um die Ecke. Ich speichere mal lieber wieder hier an der Stelle. Besser ist. So. Hallo. Hey! Hey. Oh, oh. Ich verdufte lieber. Und der bleibt dann da einfach stehen? Nee, der... Warte gefälligst! Wer ist er denn? So, und sind wir wieder hier? Hier sind wir bestimmt sicher oder so. Ja, ganz toll. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Ach, das war unser Zellenwärter, ne? Der mit seinem Goldschläger. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Ja, das denke ich schon. Ich glaube, wir müssen einfach nur denselben Weg wieder zurück gehen. Schade, dass wir wieder hier in der Zelle gerade gelandet sind, aber wir schaffen das mit unserer Lüftertechnik. Das wird schon noch, Leute, das wird schon noch. Edna wird ausbrechen. Bis dann!